Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4 im Alltagsleben. Heute mit einer etwas ungewohnten, mit einem etwas ungewohnten Start, nämlich von dieser, von dem Startbildschirm von Die Sims. Und ihr seht es schon, die Kleinkinder sind da. Es gab ein Update, bei dem jetzt auch Kleinkinder. Also, ja, es gibt jetzt Kleinkinder in die Sims 4. Das heißt natürlich, wir werden zusehen müssen, dass unsere, Sims nochmal Kinder kriegen. Ich muss jetzt mal schauen, wie alt hier eigentlich meine Mädels sind. Oder ob Niki nochmal ran muss. Jana hat sich ja mit der letzten Folge rausgenommen. Sie ist ja jetzt Senior und Senioren kriegen bekanntlich keine Kinder mehr hier in die Sims. So, da ist irgendwas kaputt. Ich hör's. Du musst zur Arbeit, Gunnar. Dann solltest du doch mal ganz schnell hingehen. So, du bist am Trainieren, das finde ich sehr schön. Du bist am Schachspielen, so. Saskia, ihr habt mit Sicherheit noch Hausaufgaben zu machen, genau. 3 Tage bis zum Unterricht. Das ist gut. Hausaufgaben machen. Und wann hast denn du Geburtstag? 0, das heißt, wir können deinen Geburtstag feiern, Saskia. Hervorragend. Dann lass die Hausaufgaben direkt mal bleiben. Reparierst du das gerade, meine Süße? Danke. Oh, Niki malt. Aber das finde ich ja mal nett. Wann musst du zur Arbeit, Niki? 3 Tage, das passt ja. Du sowieso nicht und ihr habt alle 3 Tage bis... Dann feiern wir jetzt nämlich Nikis, Saskias Geburtstag. Und dann können wir auch zusehen, dass, du kannst mal Kochfähigkeit lernen, fällt mir gerade ein. Du kannst doch bestimmt schon Kuchen backen, ne? Genau. Machst du das gerade noch weg? Das wäre nett. So. Das sind deine... Na, Quark. Das sind deine Hausaufgaben, ne? Genau. So, einmal gesellschaftliches Ereignis planen. Hi, du kannst das gerade mal alles aufräumen, meine Liebe. So, jetzt feiern wir nämlich Geburtstagsparty. So, die gute Saskia hat Geburtstag. Anne-Marie, der Gunnar ist jetzt natürlich zur Arbeit. Ihr seid aber alle eingeladen. Der Arush natürlich, der Advait, die Lea. Kennst du die Jana überhaupt nicht? Freunde? Du kennst deine... Ah, die Tante ist es ja nicht. Okay. Dann muss die Jana leider zu Hause bleiben. Habe ich jetzt nicht ausgewählt. Ich hätte bestätigen müssen, ja. Hat eine gewisse... Tim Mertens. So. Und wir feiern natürlich... Spukender Landsitz. Genau da. So. Sie backt den Kuchen, das ist sehr schön. Du bist die Ute, okay.
bei euch Zwillingen gar nicht so einfach auseinanderzuhalten, wer da wer ist. Weil wenn die Saskia, dann können wir schauen, dass die Gute bald einen Freund findet. Oder wird hier, nee, Niki darf nochmal Kinder machen. Aber dann kann die Saskia nämlich ausziehen. Befördert zu Jungkoch. Gunnar wurde Jungkoch. Sehr schön. Was ist mit dem Kuchen? Wo hast denn du den Kuchen? Kochen? Schokokuchen. Warum hast denn du aufgehört? Verstehe ich jetzt nicht. Gunnar wurde zum Jungkoch befördert. Einfach weg. Sims gleichzeitig tanzen lassen. Mit Geburtstagssim ein Spiel spielen. Zählt der Schach zu? Ich weiß es gar nicht. Aber wir können schon mal tanzen lassen. Wo habe ich denn meine Stereoanlage gelassen? Dort. Oh, die ist kaputt. Reparierst du gerade mal? Bitte? So. Kannst du eigentlich Konzert geben? Nein. Du kannst aber Konzert geben, oder? Genau. Level 4 der Malerfähigkeit erreicht. Das ist doch schon mal nett. So, was macht der Kuchen, meine liebe Ute? Sehr schön. So, Geburtstagskerzen hinzufügen. Du kannst auch nochmal was... Wobei er ist ja... Hier, der Chefkoch. Ein Gourmet-Menü darfst du mal machen. Ja, oder nee, lass uns doch die... Sie machen. Weil es ist ja ihre Tochter, die erwachsen wird. Genau. Party. Räumst du das gerade nochmal auf, meine Liebe? So. Kerzen auspusten. Du nimmst das aber sehr wörtlich, oder? Mit dem... Muss ich jetzt jeden Teller aufräumen lassen? So. Koch du mal. Oh. Saskia ist älter geworden. Junge Erwachsene sein. Lebenslange Verantwortung, sich steigende Karrieren und weite Horizonte warten. Wer behauptet denn, dass die 20er seien kein Spaß? Ort, Heimvorteil. Hoher Stoffwechsel, kreativ. Was ist sie denn? Sie ist Musikliebhaberin und Perfektionistin. Es könnte eigentlich kreativ sein. Verführerisch. Vermögen. Natur. Ich lasse sie mal kreativ sein. Malerin. Musikalisches Genie. Musikalisches Genie. Grüblerin ist sie dann automatisch. Und was haben wir hier noch? Kreativ ist eher mal fröhlich oder spinnerisch. Spinnerin. Nochmal kreativ. Ach so, dann inspiriert. Lass mal so mal kleine Spinnerin sein. So. Von Herzen kommendes Kompliment machen.
Entschuldigung, nicht du. Du natürlich. Du darfst ihm ein Kompliment machen. Willkommen danken. Der Gunnar darf mal Getränke zubereiten. Lieblingsgetränk zubereiten. Und danach musst du aufs Klo. So. Tag verschön. Falsch. Dort sitzt er. Witz über Vampire erzählen. Jemanden parodieren. Kennenlernen geht auch immer. Andere Sims. Im Armen. So, was können wir noch machen? Lustige Geschichte erzählen. Kennenlernen, genau. Level 2 der Motorikfähigkeit erreicht, okay. Getränk zubereiten, darfst nochmal. Mach's für deine Frau, genau. Es gehört sich. Level 2 der Comedy-Fähigkeit erreicht. Stück nehmen, zum Essen rufen. Entschuldigung, du solltest ein Stück nehmen und zu Essen rufen. So. Ja, das tun wir da gerade mal weg. Dass da auch Platz ist. Da hinten steht was zu essen. Level 5 der Mützenfähigkeit erreicht. Sehr schön. Sehr schön. So, eins brauchen wir noch. Getränk zubereiten, zack und weg. Dass wir das zumindest mal erledigt haben. So, musst du immer noch aufs Klo, du warst doch, oder? Dann darfst du anschließend nochmal ein Getränk zubereiten. Zack und weg. So. Ich glaube, wir haben zu wenig Sitzgelände. Nee, da kannst du dich ja auch noch hinsetzen. So. Dann können wir hier noch sie ein wenig turteln lassen. Darfst nochmal ein Kompliment machen. Ihn kann ich ja gerade leider nicht steuern. Unfug gemein. Oh. Lustig. Jemanden parodieren. Romantisch gibt's gerade überhaupt nicht. Schade eigentlich. Kuchen essen. Der ist jetzt weg. Lassen wir mal tanzen. Räumst du das gerade mal weg? So. Du bist am Trinken. Du kannst da mal hier tanzen. Einschalten. Schlafliedersender. S-Pop. So, tanzen bitte. Du darfst auch tanzen. Du darfst ebenfalls tanzen.
Was ist mit dir? Du fühlst dich unwohl, weil müde. Okay, wo war nochmal dein Zimmer? Hier. Dann kannst du dich schlafen legen. Hat die Tanzfähigkeit erworben. Perfekt. So, Silbermedaille gab's, okay. So, du bist müde. Dann machen wir da das Tanzen mal weg. Dann könnt ihr euch nämlich hinlegen, wenn ihr wollt. So. Oh, du musst aufs Klo. Gut, dann solltest du da auch schnell gehen. Nicht, dass es noch ein Unglück gibt. Was ist denn mit dir? Oh, du musst auch aufs Klo. Dann solltest du auch gehen, ja. Besser wäre das. Och, Anne-Marie, leg dich doch einfach ins Bett. Ist vielleicht einfacher, oder? Was hat denn die Niki da gemalt? Und das ist ja mal nett. Gefällt mir. Du hast dich auch hingelegt. Ich würde sagen, du solltest dich dann auch einfach ins Bett legen, Niki. Wobei. Anne-Marie hat es bald hinter sich. Schade. Gunnar. Darfst einmal Hände küssen? Liebesgedicht rezitieren? Wohnungsschlüssel abnehmen? Nein. Romantik? Das würde ich nämlich gern noch. Sie kann nämlich noch. Wie alt ist sie? Ja, sie hat noch ein paar Tage. Dass wir Kleinkinder kriegen. Die zwei sind noch ein schönes Pärchen. Verstehen sich auch sehr gut. Du kannst dich richtig hinlegen, meine Liebe. Du bist müde. Ah. Die zwei sind noch sich am unterhalten sich noch. Können wir natürlich auch lassen. Oh, sie sind schon ein bisschen unterschiedlich. Sie ist ein bisschen stabiler als sie. Was ja nichts Schlimmes ist. Aber da entwickeln sie sich dann doch auseinander, obwohl sie Zwillinge sind. Aber sie ist, glaube ich, sportlicher. Gerade mal gucken. Fähigkeiten. Sie hat Fitness 2, genau. Und die Kim hat Fitness 1. So, wie sieht's denn bei euch aus? Ah ja, okay. Dann wollen wir nicht weiter stören. Oh, Tantiemengericht. Sehr schön. Hat die Comedy-Fähigkeit erworben. Kim Lee, sehr schön. So, du müsstest nur gerade hier mal gucken, meine Liebe. Danach darfst du dich dann gerne wieder schlafen legen. Wäre schön, wenn es geklappt hat. Dann haben wir nämlich bald die Kleinkinder. Niki ist nicht schwanger. Okay, schade. Probieren wir es nächste Folge nochmal. Wer bist denn du? Ach, der Arouche. Du willst bestimmt zur Saskia, ne? Hereinbitten natürlich. Steh mal bitte auf. Was ist mit der Kim? Die ist müde. Die könnte sich eigentlich ins Bett legen. Welches war denn deins? Das nicht? Das. Okay. Und die Ute ist auch müde.
kann sich auch mal schlafen legen. Wogrichob? Warba? So. Sehr verspielt. Spieltrieb wegen dem Merkmal Spinner. Jemanden verrückt anfunkeln. Na, dann nehmen wir doch ihn hier. Verrückt anfunkeln geht immer. Wo ist er? Da. Ishi. Funi. Dabki? Spitzbübisch bedrängen. Die zwei wären ja eigentlich ein nettes Pärchen, finde ich. Aber sie müssten sich Backpfeife geben, das ist ja nicht unbedingt. Oh, Minus ist nicht gut. Entschuldigen. Über Interessen. Kennenlernen. Wo willst denn du hin? Okay, ist anscheinend nicht ihr Typ. Dann darfst du was weiter pennen. Kannst dich noch was schlafen legen. So. Ihr habt dann noch ein paar Tage bis, dann könnt ihr dann nämlich, können wir in der nächsten Folge die Hausaufgaben noch machen lassen. Jetzt wird erstmal ausgeruht. Ja, du müsstest noch duschen, aber das hat auch noch ein bisschen Zeit. Ja, ich würde dann mal sagen, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. In der nächsten Folge werden wir dann hier, denke ich, die Saskia mal umstylen. Das wird dann nämlich heute, das wird zu spät an oder dauert zu lange. Ja, ich freue mich drauf. Ich sage dann noch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch morgen im Großstadtleben wieder mit dabei oder halt übermorgen hier im Alltagsleben. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.